Hallo und willkommen zu einem weiteren kurzen Erklärvideo des Didaktik Medienzentrums zur Benutzung des Hochschul-E-Mail-Postfachs SOGO. In diesem Video erklären wir die Anmeldung von SOGO über den Browser, das Schreiben einer Mail und die Weiterleitung deiner Hochschulmails auf deine private Mailadresse. SOGO ist einer der wichtigsten Kommunikationskanäle der Hochschule. Von der studentischen Vertretung, den Dozierenden bis zum Prüfungsamt, alle Hochschulangehörigen nutzen SOGO, um Nachrichten zu verbreiten. Am besten speicherst du dir SOGO als eine Favoritenseite in deinem Browser. Ein schneller Zugriff auf SOGO ist über das eingebundene Logo auf der Website der Hochschule möglich oder aber über die Eingabe dieses Links. Der Login erfolgt über die RZ-Kennung mit Benutzername und Passwort. Nach dem Login befindest du dich bereits im Posteingang. Das siehst du auch am ausgegrauten E-Mail-Symbol in der oberen Menüleiste, neben den weißen Reitern für Kalender und Adressbuch. Eine neue E-Mail schreibst du mit Klick auf den grün hinterlegten Stift. Möchtest du die E-Mail erst als Entwurf speichern, klickst du auf das Diskettensymbol. Mit einem Klick auf den Papierflieger sendest du die Mail ab. Das Checken der Mails über den Browser kann umständlich sein und E-Mails können aus Versehen durchrutschen. Deswegen raten wir dir zur Einrichtung eines Mail-Clients oder aber zur Weiterleitung der Mails auf deine private Mailadresse. Für Letzteres musst du unter dem Reiter Mail in die Einstellungen gehen, die du über das Zahnrad öffnest. Danach gehst du auf E-Mail, links im Menü. Ganz rechts in der Leiste klickst du die Option Weiterleitung an. Aktivierst du das Feld Ankommende Nachrichten weiterleiten, gibst du nachfolgend deine private Mailadresse ein und bestätigst das Feld Kopie behalten. So ist die Mail als Backup auch in SOGO noch gesichert. Wenn du SOGO über den Browser nutzt, vergiss nicht, dich auszuloggen. Wir hoffen, wir konnten dir mit diesem Video weiterhelfen. Weitere Videos findest du in der YouTube-Playlist des Didaktik Medienzentrums. Lass uns gerne einen Kommentar oder Like da.